dann wird die Alternative einfach dazugekauft. Das war schon immer so, das wird sich auch nicht ändern, sieht man auch im Fußball, im Moment im deutschen Fußball der FC Bayern. Ich weiß nicht, warum da so gemeckert wird. Ich meine, ich mag den FC Bayern jetzt auch nicht unbedingt, aber Chapeau, die machen alles richtig. Warum machen sie alles richtig? Weil sie die Konkurrenz schwächen, indem sie ihre Spieler einfach von den Vereinen kaufen, die sie haben wollen. Ja, wenn sie die eigene Förderung nicht auf die Reihe kriegen oder irgendwie nicht richtig hinkriegen oder nicht so hinkriegen, dass da wirklich vielversprechende Talente für rauskommen, dann gehen sie her und kaufen sich das, was sie brauchen. Ja, das ist völlig normal. Das ist eine ganz gängige Geschäftspraktik in unserer Welt. Es wird eben eingekauft. Völlig normal. So. Die Felder sind quasi leer jetzt. Düm, 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 düm. Ja, und dann geht halt auch ein Software-Gigant wie Facebook, ja, ein Web-Gigant, sagen wir es mal so, ein Web-Gigant wie Facebook geht dann eben her, wenn er gemerkt hat, dass eben der eigene Messenger-Dienst nicht wirklich zieht, dann geht er eben her und holt sich einen ins Boot, der eben funktioniert. Und das ist nun mal WhatsApp. Ja, klar schießen jetzt die Anmeldungen, die Neuanmeldungen bei den anderen in die Höhe. Klar, jeder will weg. Facebook sammelt Daten, bla, NSA, hast du nicht gesehen. Aber Leute, ganz ehrlich, ich gebe mich da keiner Illusion hin, denn das machen die anderen auch. Und da kannst du dich drauf verlassen, dass die anderen das auch machen. Selbst wenn sie damit werben, ja, Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung, End-to-End-Verschlüsselung, natürlich werben die damit. Ich würde auch damit werben. Ich sag dir doch aber nicht, was auf den Servern dann von dem Ganzen gespeichert wird, was ich da verschlüssele. Ist ja schön, wenn ich dem User sage, hey, es ist eine End-to-End-Verschlüsselung drin. Und das kann keiner mitlesen oder so. Klar, aber hey, wenn ich die Klamotten als Log auf einem Server speichere, auf meinem eigenen Server, dann habe ich doch alle Zeit der Welt, diese Verschlüsselungsmethode dann entsprechend wieder zu öffnen. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Solange Daten digital übertragen werden, sind sie auch knackbar. Ja, es ist völlig egal, was wir da machen. Unter uns sind Viecher übrigens. Ja, aber alles, was digital ist, ist auch in irgendeiner Form knackbar. Und wenn es eben nur Textnachrichten sind. Und ich bin mir da eigentlich auch relativ sicher in meiner eigenen kleinen Welt. Es ist mir eigentlich scheißegal, was die mit meinen Daten machen. Denn ich habe bisher noch nie irgendwie hochpersönliche Daten über solche Systeme veröffentlicht. Ja, also wir schreiben halt mal viel Zeug. Unter Umständen, aber komm, ehrlich, ganz ehrlich, das ist mir das doch. Was wollen sie denn im schlimmsten Fall mit meinen Daten machen? Ja, die machen da Werbung draus. Ja, können sie machen. Sollen sie. Ist völlig in Ordnung. Die können gerne Werbung mit meinen Daten machen, solange sie mich da außen vor lassen später und mir die Werbung nicht aufs Auge drücken oder mir nicht einen erzählen vom Pferd, wie ich denn mein Leben verbessern könnte, solange ist mir das relativ Wurst, denn ich bin mit meinem eigentlichen Lebensverlauf sehr zufrieden. Ich habe auch keine Ambition, da was ändern zu wollen. So, wie sieht's denn aus? Soweit sieht das gut aus. Das hier muss allerdings wieder raus. So.
Gut, das Beet ist schon wieder voll, oder das Feld. Es wird auch schon wieder dunkel, also war es ein ganzes Tagwerk, hier den Kram abzuernten. Dann hauen wir das mal raus und packen dann die Flax Seeds mal da rein. So. Und so. Das haben wir dann auch schon erledigt. Dann brauchen wir noch Kartoffeln und Möhrchen. So, hier tun wir die Möhrchen hin. So. Und hier tun wir die Kartoffelchen hin. Fupp. Fupp. Perfekt. So, damit sind die Felder auch wieder befüllt. Kakao ist neu angesetzt. Kürbisse wachsen auch schon wieder fleißig. Dann lassen wir die Felder jetzt mal wieder ein bisschen neu gedeihen. Karotten können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. So, mal gucken, was wir aus Karotten eigentlich machen können. Kann man da irgendwas draus machen? Karotte, Kartoffel, gebackene Kartoffel? Nee, eigentlich nicht. Goldene Karotten kann man draus machen. Die sind dann zum... Eine Karottenrute vielleicht noch. Können wir auf dem Schwein rumreiten. Das geht vielleicht auch nochmal. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mal hinkriegen. So, und so allmählich ist die Setzling- und Samenkiste voll. Wir werden hier wahrscheinlich dann doch irgendwann mal ein bisschen was machen müssen dran. Also auch mal leer räumen. Genauso hier die Baumsetzlinge. Das füllt sich und füllt sich und füllt sich. So, Kürbisse haben wir ohne Ende. So, die Samen kriegen wir schon gar nicht mehr unter. Von daher hauen wir die jetzt weg. Eigentlich müssten wir da echt riesige Weizenplantagen anbauen. So, Kartoffeln. Könnten wir eigentlich auch mal ein paar gebackene Kartoffeln bauen. Aber da müssen wir vorher noch mal ein bisschen auf Kohlesuche gehen. So, die Seedbag kann weg. Was haben wir denn noch eingesammelt? Eieiei. Kakaobohnen ohne Ende. Das dürfte jetzt knapp werden hier. Ja, das wird sogar sehr knapp. Da ist noch ein Eichensetzling, den hauen wir weg. Und Kakaobohnen haben wir genug. Rosen haben wir auch genug. Dann schmeißen wir das mal weg, was wir jetzt hier nicht mehr brauchen. Das ist eine ganze Menge Zeug, was wir hier wegschmeißen können. So. Die Fäden müssen wir dann später wieder mit in die Barrels rübernehmen. Das dürfen wir möglichst nicht vergessen. Weizen. Also Weizen ist eher mau. Im Vergleich zu allem anderen. Hab ich denn das Zuckerrohr? Hatte ich das hier? Nee, das hatte ich drüben, ne? Hier war das, glaube ich. Zuckerrohrpapier, genau. So, dann erstmal mal heute ein paar Möhrchen.
Legen wir uns erstmal hin, genau. Wir legen uns erstmal in die Koje. Pow, wow. Jetzt zieh da hinten in die Ecke. Da, wo du hingehörst. Renn nicht schon wieder nach vorne, weil ich weiß, dass du dann wieder irgendwo rumspawnst, wo du nicht rumspawnen sollst. So. Es sieht geil aus, kannst du sagen, was du willst. Allein der Shader macht richtig was her. Aber dafür brauchst du eben auch Grafikpower, ne? Was haben wir denn noch an Treppen? Na, ja, nicht wirklich viel. Birkenholz. Das können wir auf jeden Fall erstmal schnappen. Gehen wir mal an den Project Table. Ming, 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 ming. So, das reicht auch erstmal an Treppen. Hier hätten wir die Bretter drin. Erde. Sicherheitshalber. Und dann gehen wir uns das da oben mal angucken. Hier wird noch eine Treppe reingebaut, die uns dann da so hochführt. Ja, coole Beleuchtung übrigens. So, dann machen wir das hier ein bisschen auf und bauen uns hier ein Gerüst drumherum. Ja, das Gerüst bauen wir uns jetzt einfach nur drumherum, damit wir uns nicht gleich richtig böse auf die Fresse legen, wenn wir denn da oben an dem Dach rumwerkeln. Das Gerüst bauen wir dann natürlich entsprechend wieder ab. Ist ja klar. So. Schön im Schleichmodus einmal drumherum gerannt. Einmal drumherum gerannt. Sicher ist sicher. Eieiei. Mutig. Wie gesagt, wir können jetzt hier böse auf die Fresse fallen. Das gilt es natürlich zu vermeiden, zumal wir jetzt nicht mehr wirklich ins Auffangbecken springen können, da das ja noch eine Spur zu klein ist da unten. So. Aber das reicht auf jeden Fall aus, um hier oben ein Dach anzulegen. Von hier aus legen wir dann das Dach an. So, dann können wir hier nämlich wunderbar hin und her laufen. Sofern wir hier nicht runtersegeln. Du, 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 du.